Willkommen zum großen Finale von Let's Play Super Mario im Urlaub und wir wollen heute diesen Stern hier holen. 25 Sekunden haben wir für die Rutsche und wir müssen sie komplett schaffen. Ich werde das Ganze 5 bis 10 Mal probieren, ich weiß noch nicht genau wie oft. Und dann werde ich euch den finalen Versuch einblenden, indem ich es schaffe. Denn das Ganze ist extrem kacke und schwer. ...25,5, ich habe nichts falsch gemacht. Ich weiß, wo ich noch ein, zwei Zettel hätte rausbekommen können, aber... ...ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe einige Kleinigkeiten nicht perfekt gelöst, aber das war's auch schon. Es ist so schwer. Was war das? Unsichtbare Wand in der Luft, geil. Ich werde hier Game Over gehen, aber das werde ich dann halt offscreen machen. Keine Ahnung, ich werde die ganze Zeit einfach... Lol, das war schlecht. Ich werde die ganze Zeit einfach verzweifelt versuchen, diese Rutsche irgendwie hinzubekommen. Ich will das wirklich zu 100% schaffen. Deswegen muss ich hier durch. Ich habe es eigentlich schon durch, den Hack. Wir haben den Wickler im letzten Part mit ultra viel Glück im dritten Versuch oder so besiegt. Ich weiß gerade nicht mehr, im wievielten. Das war... mega lucky. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir nochmal Glück haben und das irgendwie hinbekommen und dann uns etwas anderem widmen können. Vier Millisekunden. Wo soll ich die rausschlagen? Ganz im Ernst. Den Start muss ich so rutschen, denn sonst falle ich rechts runter. Ich kann versuchen, sausteil zu rutschen. Okay, das ist besser. Hätte ich vielleicht früher mal probieren sollen. Aber das hilft mir nicht, eine halbe Sekunde Zeit rauszuschlagen. Nicht mal im Ansatz. Oh, wie knapp einfach nur. 25,2. Wie gesagt, das reicht nicht, um eine halbe Sekunde rauszuschlagen. Das hat jetzt für 2 Zehntel gereicht. Wo soll ich die anderen 2 hernehmen? Wenn man hinten perfekt aufkommt, könnte man vielleicht noch 1 Zehntel sparen, aber... Verdammt. Noch eine. Wo? Ich meine, ich nehme die Kurven eng. Ich drücke die ganze Zeit nach vorne, ohne einmal zu bremsen. Ich mache keine groben Fehler. Ich haue nirgendwo an. Ich schleife nicht mal irgendwo an der Wand, wo man eventuell sagen könnte, ich habe Zeit verschwendet. Das war sau schlecht. Vor allem, man hat einfach sau viele von diesen frustrierenden Kackversuchen, wo man nichts geschissen kriegt. Wie den gerade. Und dann hat man einen perfekten Run und der ist dann nur 25,2. Ich meine, schaut euch das an, der Anfang ist einfach so kacke. Ich denke, ich werde bis zum Game Over spielen. Und dann, naja, werde ich immer nach 4 Toten hierhin zurückkehren müssen. Ich will jetzt auch kein Safe-Set machen, ich meine, ich habe es fast geschafft. Dann werde ich das jetzt auch noch irgendwie hinkriegen. Ich werde mich jetzt hier die ganze Zeit hinsetzen. Ich habe den ganzen Tag Zeit, meinetwegen. Ich will die Rutsche schaffen. Mit dem Safe-Stat würde ich jetzt echt Schwäche zeigen. Und irgendwie hat kurz der Emulator gestoppt. Kann sein, dass gleich ein Update raus aufpoppt oder so im Hintergrund. Das mich abfacken möchte. Nein, scheinbar nicht. Okay. Weil ich habe so ein, zwei Programme, die man irgendwie nicht ausstellen kann. Das automatische Update. Ich weiß nicht warum. Und die gehen dann einfach im Hintergrund auf.
und unterbrechen die Aufnahme. Schon wieder die unsichtbare Wand. Sehr nice. Ich bin so froh, dass wir Wickler tot haben. Aber der, der die Rutsche hier entwickelt hat, Bro Dude, wieso? Wieso 25 Sekunden? 25,2, okay. Aber nicht 25. Ja, da kann man noch ein Zehntel rausholen. Ich rutsche schon ultra nah an der Lava vorbei. Oh, das hätte ich geschafft. Gerade eben hätte ich es geschafft. Hätte ich perfekt die Landung hinbekommen. Hinten. Dann hätte es funktioniert. Aber trotzdem. Für den guten Run eben habe ich es nicht geschafft. Okay, nochmal genauso. Nur mit einem perfekten Ende. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Komm schon. Komm schon. Bitte, 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 bitte. 25. 25,1. Verdammt. Es fehlt so wenig. Ich bin minimal hängen geblieben. Als ich runtergesprungen bin zur Lavahöhle. Richtung Lavahöhle. Huch, was war das denn jetzt? Ja, Mario. Go to space. Tschüss. Ich werde es nicht schaffen in den 15 Versuchen. Keine Chance. Das wird jetzt nochmal so 10, 20 Versuche mindestens. Es sei denn, wir haben einen wirklich extrem guten Glücksversuch jetzt. Ich will es halt schaffen, bevor mich der Mut verlässt. Denn dann wird es richtig scheiße. Wenn man die Geduld verliert, dann schafft man gar nichts mehr. Ich muss es vorher schaffen. Gerade habe ich noch die Geduld. Schon wieder 25,1. Ist so frustrierend. Eine Zehntel. Aber wo soll ich die herbekommen? Ich rutsche schon jede Kurve perfekt. Es muss so, noch so ein Tick perfekter sein. Noch so ein Tick näher an der Lava oder so. Wahrscheinlich nur eine halbe Zehntel, die mir da fehlt. Ich weiß gar nicht, ob der Stern erscheint, ob er 25 hat oder ob man wirklich 24,9 haben muss. Ich glaube, es ist sogar irgendwie möglich, 24,8 zu haben. Aber viel weniger geht nicht. Naja, das war nicht gut. Aber selbst der Versuch war fast fehlerfrei. Letzter Versuch und dann seht ihr den ultimativen, finalen Versuch, in dem ich 25 Sekunden auf dieser Kackrutsche mache. Schon sehr gespannt, wie lange ich brauchen werde. Es war nicht ganz perfekt, aber von der Idee her war es eigentlich ziemlich gut, wie ich das gemacht habe eben. Das ist nicht dein Ernst! Das kann nicht dein Ernst sein. Come on. Was für ein Schlag ins Gesicht. Okay, Leute, ich habe es gerade im quasi fast ersten Versuch geschafft. Der Trick ist, ich habe es im Internet mir eben angeschaut,
Man muss einfach nur abspringen hinten. Ich sag mal so, beim ersten Springen muss man so weit springen, wie es geht. Und beim zweiten Mal springen hier zur Ziellinie darf man sich nicht hinwerfen. Das kostet einen Zeit. Man wird übelst nach vorne gepusht durch den normalen Sprung. Und wenn man dann hinten, hinterm zweiten Lavafall entlang springt, schafft man das. Keine Ahnung, woher man das wissen soll, aber ich hab's geschafft. Und das bedeutet, dass wir uns gleich vorm Secret Level wiedersehen. Ich glaube wirklich, dass man diese Rutsche komplett auswendig lernen muss. Man muss genau wissen, wie man die Sprünge setzt. Dann ist es möglich. Okay. So, wir müssen uns hier hochschießen. Zum finalen Level. Denn sonst kriegen wir hier nie die 100%. Und hier, hinter dieser durchlässigen Wand, ist eine Röhre versteckt. Mit dem kleinen Level. Kleines Japan. Das Ganze ist japanisch designt, mit Bambus und mit japanischen Tempeleingängen. Oder was es darstellen soll. Und wir müssen hier 100 lila Münzen sammeln, wie in Galaxy, was ich ziemlich cool finde. Nur leider ist das Level halt wirklich ultra schwer und extrem lang. So ein einzelner Versuch kann hier schnell mal so an die 5 bis 10 Minuten dauern und naja, in einem Let's Play ist das sehr ungünstig, wenn man hier sehr oft stirbt, ne? Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich es machen werde. Eventuell werde ich cutten, aber ich versuche das Ganze so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. So, man darf hier auf jeden Fall keine Münze übersehen. Ich weiß, wo die Münzen sind, weil ich damals hier wirklich lange gesucht habe. Aber es kann trotzdem sein, dass ich irgendwas vergesse. Wenn ja, haben wir ein Problem, denn man kann zu gewissen Bereichen des Levels nicht zurückkehren. Okay, hier sind 3 Stück in einer Reihe, in der Luft. Und man muss alle erwischen, sonst hat man ein Problem. Okay, sehr gut. Man kann noch von da oben, hier von diesem Staudamm oder was es darstellen soll, runterspringen. Und kann dann das Ganze nochmal probieren später, aber naja, das ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Okay, hier auf dem Torbogen ist noch eine weitere Coin, die man übersehen kann, die ziemlich asozial platziert ist. Das Erreichen ist nicht schwer, aber die Platzierung ist böse. So, jetzt hier über so einen kleinen Parcours drüber, das geht eigentlich voll klar, das ist nicht so schwer. Mit einem gut gesetzten Weitsprung kann man darüber und hier, das kann man eigentlich alles ganz gut meistern. So, da ist noch eine Münze, die nehmen wir auch mit. Sehr gut. Und hinterm Haus ist, glaube ich, nichts. Genau. Auf den Häusern drauf ist meines Wissens auch nichts, weil die sind rutschig und da kommt man nicht richtig drauf. So, jetzt kommen wir zum asozialen Teil. Hier ist eine Kanone. Wenn ich daran sterben sollte, dann werde ich, cutten, bis ich wieder hier bin, weil ich finde diese Fails extrem lame und ich will nicht aufgrund eines Kanonentodes, irgendwie das Let's Play um 10 Minuten verlängern müssen. Das wäre sehr doof. Okay, hier müssen wir jetzt lang. Das ist ein sehr schwerer Parcours. Besonders hier drauf zu kommen ist halt sehr schwer. Das ist eigentlich das Schlimmste daran fast. Okay, gut. Weil da muss man ein bisschen blöd springen, weil da so eine Wurzel von dem Baum ist. Ihr habt es eben gesehen. Und da ist man halt sehr angespannt. Okay, das geht klar. So, jetzt hier mit guten Weitsprüngen hoch am besten. Sehr gut. 82. Ah, es ist extrem asozial. Habe ich schon gesagt, dass man von jeder Münze 2 Münzen bekommt? Das ist aber nicht ausschlaggebend. Also man muss im Endeffekt trotzdem 100 Stück sammeln. Also am Ende haben wir dann 200 Münzen quasi. Okay, das Backtracking hier ist auch nicht gerade freundlich, wenn man hier sehr genau springen muss. Ich denke, vom Skill her kann ich das mittlerweile schaffen, das Level. Früher hätte ich das nicht gekonnt, als ich den Hex zum ersten Mal gespielt habe, aber mittlerweile dürfte es gehen. Es wird aber ultra schwer.
So, ich werde jetzt hier einen Long Jump machen, denn wenn ich hier links gerade rüberspringen würde, dann hätte ich eine sehr kleine Landefläche. So habe ich eine recht große und kann hier landen. Ohne größere Probleme. So, jetzt müssen wir hier an der Seite vom Hügel entlang. Da wird es nämlich langsam assi. So. Sehr gut. Hier muss man sehr tief springen mit einem Kickjump. Da muss man Nerven beweisen. Oh Gott, das wäre fast zu weit gewesen. Wir haben die Hälfte geschafft. Okay, jetzt über erscheinende Blöcke. Die sind eigentlich nicht so schlimm, aber ich bin leider runtergefallen. Verdammt. Ah, es wird extrem eklig. So, man startet übrigens ein bisschen blöd. Man denkt nämlich, wenn man hier rauskommt, dass man, wenn man hier lang geht, hinterm Schloss ist, aber ist man gar nicht. Man muss nämlich hier lang. Deswegen nicht wundern, wenn ich mal irgendwie falsch laufen sollte. Das liegt an geistiger Verwirrung. Das Schild sagt übrigens nichts, was ich euch nicht schon gesagt habe, deswegen lese es einfach mal nicht vor. Ich finde eh, dass die meisten Schilder nicht so notwendig sind. Die Bob-Oms sagen manchmal ganz witzige Sachen, aber die Schilder sind, ja, eher nicht so wichtig. So, Triple Jump und Wall Jump und auf den Baum drauf. Wunderbar. Jetzt leckt es gerade minimal. Ich hoffe mal, dass sich das in Grenzen hält. Sonst werde ich wieder cutten müssen. Okay. So, hier war nichts mehr. Stimmt's? Ich will nichts übersehen. Okay, dann müssen wir jetzt einfach den Sprung hier wieder schaffen. Sehr gut. Es hat funktioniert. Huch, da hat sich gerade wieder ein Update-Fenster reingedrängt. Das werde ich rauscutten. So, wir müssen hier wieder hoch. Und wir haben auch schon wieder fast ein Viertel geschafft. Sehr gut. Ich werde gleich einen kleinen Trick anwenden, der aber eher von psychologischer Natur ist. Ich werde nämlich jetzt nicht diesen einen Parcours jetzt direkt nochmal machen. Hier den. Denn wenn ich den schaffe und dann zum Schalter gehe, bin ich so angespannt, dass ich am Schalter verkacke. Aber jetzt bin ich ein bisschen gelassener, ich spür's schon. Vielleicht kriege ich dann eher diese Schalteraufgabe hin. Wir werden sehen. Weil eben war ich total verkrampft, als ich das probiert habe. Okay, sehr gut. So, hier hoch. Oh, man kann es so schwer einschätzen. Ja, seht ihr? Ich war ein bisschen entspannter. Ich war immer noch angespannt, aber ein bisschen entspannter immerhin. Okay. Am Ende wird es eh nicht viel bringen, weil ich dann bei dem Parcours-Teil, den ich übersprungen habe, angespannt sein werde, aber whatever. Ist hier hinten eigentlich eine Münze? Boah, ist die asozial. Die beiden sind asozial, weil die kann man echt übersehen. Gut, dass ich nachgeschaut habe, weil an denen. Weil an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir müssen hier hoch. Okay, ich hatte gerade heftige Frame Drops hier oben. Ich habe es jetzt eben mal kurz ausgecheckt und jetzt kann ich wieder halbwegs spielen, wenn ich hier auf der Kiste stehe, aber eben war es wirklich furchtbar. Und ich denke mal, dass es im zweiten Teil des Levels nicht besser geworden wäre, deswegen habe ich jetzt mal was an den Einstellungen geändert. So, was jetzt kommt, ist nicht schwierig, aber man darf halt nichts übersehen. Denn wir kommen jetzt hier hoch auf die Klippen drauf und hier ist ein kleines Dorf, quasi, mit einem Bob-Omb. Hallo.
Poor tree, this is the oldest tree on our little island. He seems to bend a bit more every year, so we are trying to shore up the tree with those four boxes. Okay. I used to love this tree when I was small. Oh, hey, welcome. Do you enjoy your day around here? I'm fine, we don't have many visitors here, since it is hard to climb up to this village. Ja, dann baut halt eine Brücke oder so. WTF. Ist ja lebensgefährlich, hier überhaupt hinzugehen. Okay, wir sind jetzt hier auf der Mauer. Oder auf dem Staudamm oder wie auch immer. Und können jetzt hier theoretisch zurückkehren. Wenn wir was übersehen haben. Aber dann müssen wir halt auch einiges vom Jump'n'Run nochmal neu machen. Und das ist ziemlich asozial. Die Boxen sind hier nur im Baum, damit man hier einen schwierigen Wandsprung machen kann. Okay, die Sounds sind gerade ein bisschen anders geworden durchs Münzen einsammeln. Ich denke mal, das ist ein Bug durch die 100-Münz-Idee, die er hier hatte. Weil normalerweise gibt es ja keine lila Münzen. In dem Sinne. Er wird hier irgendeinen Trick angewandt haben. Und deswegen kommen einfach irgendwelche random Sounds, wenn ich jetzt die Münzen einsammle, nicht verwirrt sein. So, auf dem Bambus hier sind noch Münzen, die wir nicht übersehen dürfen. Denn ich will nicht nochmal hier hochklettern müssen. Das wäre ziemlich kacke. So. Was war das denn eben für ein Sound? Irgendwas von der Kamera, glaube ich. Ja, wir schauen gleich nochmal. Ob wir was hier nicht haben. Ich denke, wir haben alles. Gleich auf dem Torbogen ist vielleicht noch was? Nee, auch nicht. Okay. Gut, dann haben wir alles. Was für komische Sounds. Okay, 136. Das ist schon mal sehr viel. Gibt es hier eine Strömung? Nee, gibt's nicht. Okay, trotzdem aufpassen. Okay, man rutscht ein bisschen. Ist unter der Brücke noch vielleicht noch was? Okay, das wäre ziemlich asozial. Aber nein. Auf dem Baum vielleicht? Hier oben weiß ich es nicht mehr so hundertprozentig, weil bei den meisten Versuchen kommen wir ja gar nicht bis hier oben hin, deswegen habe ich hier oben nicht so viel Übung. Weil ich hier damals logischerweise nicht ganz so oft war wie da unten. Leider Gottes, denn ich bin sehr oft gestorben, trotz Safe-States. Ich habe es erstmal ohne Safe-States probiert gehabt, deswegen. Aber ich habe so schnell aufgegeben. Da war ich einfach noch wesentlich schlechter als heute. Okay. 154. Ich will halt möglichst gründlich vorgehen, weil wenn wir hier oben was übersehen, haben wir wirklich verschissen. Ganz einfach. Hier war auch nichts mehr. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Und hier ist ein Bob-Omb, der aktiviert die Kanone, logischerweise. Thank you so much for playing my game. Das hört man doch eigentlich nur, wenn man alle Sterne hat im Dingenscreen, im Endscreen. Wo dann The End steht. The cannon will be ready in 5 seconds. Sehr schön. Ich denke, wir haben nichts übersehen, aber ich kann mich irren. Wenn wir es jetzt schaffen, dann wäre das ziemlich, ziemlich gut. Möchte ich mal meinen. Aber auf jeden Fall haben wir es noch nicht geschafft. Oh Gott, wenn ich was übersehen habe, ich werde mir das nicht verzeihen. Ich hoffe einfach mal nicht. Aber ich habe ja sehr gründlich geguckt. Vielleicht auf der Rückseite von der Mauer, aber ich glaube, daran hätte ich mich erinnert. Okay. Das darf jetzt echt nicht schief gehen. Wenn das schief geht, weine ich. Okay, das hat schon mal funktioniert. Boah, ich wette, dass wir daran sterben, dass wir da diesen Kanonenschuss nicht hinkriegen. Aber erstmal hierauf konzentrieren, bevor wir an die Kanone denken, natürlich. Oh Gott, ich habe gerade viel zu oft gedrückt. Das hätte mich umbringen können. Sehr gut.
Okay, das war scary, aber ich hab's. Wie viele Münzen sind da? 6 Stück, wir haben alle. Okay. Wenn wir den Kanonenschuss schaffen, haben wir Mario on the Savoir zu 100% abgeschlossen. Oh Gott, war das gerade schlecht gesprungen. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Das war wieder viel zu schlecht. Ich bin so angespannt. Ich glaube, es war doch keine gute Idee. Ich werde den Kanonenschuss sowas von verkacken. Ich sehe es doch schon kommen. Ich will jetzt hier nicht sterben. Das wäre ziemlich behindert. Gott sei Dank. Okay. Ach, es ist gar kein Kanonenschuss. Dann habe ich das ganz falsch in Erinnerung. Das ist eine Boxaufgabe. Ernsthaft? Ich meine, gut, es ist besser als ein Kanonenschuss, aber trotzdem. Oh Gott, mein Controller. Bitte lass es einfach funktionieren. Okay. Lass es einfach funktionieren. Erstmal genau anschauen. Wenn mein Controller nicht mitspielt, mache ich das nicht. Controller, bitte funktioniere. Perfekt. Okay, ich glaube, es geht wieder. Warum ist es hier so eng gemacht und warum funktioniert mein Controller in diese Richtung überhaupt nicht? Oh Mann, wenn ich wegen meinem Controller sterbe, werde ich ausrasten. Oh Gott. Ja? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. 5, 6, 7. Ach du Scheiße. Okay, insgesamt war es gar nicht so furchtbar, wie ich es in Erinnerung hatte, aber es ist der schwierigste Stern im Spiel. Definitiv. Es ist ein ultra langer Parcours und man darf halt einfach nichts übersehen. Heilige Scheiße. Wir haben 65 Sterne. Das war alles. Wir haben heute extrem eklige Sterne gesammelt. Und ja, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, gebt mir einen letzten Daumen nach oben, wenn euch das Projekt gefallen hat. Und das war's. Bald wird dann das Let's Play zu Star Revenge 1 Redone 2.0 starten. Und das wird nochmal ein Stück schwerer wie das Spiel hier. Aber es ist insgesamt nicht so geregelt, dass es halt ein paar unfaire Sterne gibt. Die Sterne sind eigentlich alle auf irgendeine Art und Weise fair. Bis auf die Boxaufgaben, die werden wieder eklig. Na egal. Dazu dann im nächsten Hack ein bisschen mehr. Bis dann. Ciao.